Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garrosh, and first, for the news in English. The Israeli foreign minister was received by the head of state, Tamar Shuyok, at the Shandor Palace. During his meeting with Israel Katz, the president of the republic stressed that Hungary has consistently maintained from the very beginning that Israel has every right to defend itself and its citizens. The president strongly condemned the 7th of October attacks by Hamas and the activities of the terrorist organization. Dr. Tamar Shuyok expressed his optimism about the steps taken by Israel to allow humanitarian aid supplies into the Gaza Strip. He added that he hoped to receive the president of the State of Israel, Yitzhak Herzog, in Hungary later this year. Israel Katz then also held a meeting with the president of the Mojlis. Footage of this meeting will be shown on Hattie TV later in the day. According to an annual report by the Minister of Defense's Defense Export Department, Israel's defense exports in 2023 reached a record-breaking $13 billion. The report shows that 36% of defense export transactions in 2023 were for aid defense systems, up from 19% the previous year. Other major export items included radar and electronic warfare systems, 11%, ordnance and launching equipment, also 11%, drones and aviation, 9%, and ammunition and armaments, 8%. The scope of Israel's defense exports has doubled in the past 5 years, with exports breaking records in each of the past 3 years, according to the report. In 2023, almost half, meaning 48% of defense exports, were destined for Asia and the Pacific, 35% for Europe, 9% for North America, 4% for Latin America, 3% for countries that are part of the Abrahamic Treaty, and 1% for African countries. Following the resignations of Ministers Benny Gantz and Gadi Eisenkot from the National Unity Party, Prime Minister Benjamin Netanyahu announced the dissolution of the War Cabinet. Some of the issues previously discussed by the War Cabinet will now be referred to the Security Cabinet, but sensitive decisions will be discussed by a smaller consultative forum, which is expected to include Defense Minister Yoav Gallant, Strategy Minister Ron Dermer, National Security Council Head Tzachi Hanegbi, and Sephardic Ultra-Orthodox Ashur Party Chairman Aryeh Deri, who served as an observer in the War Cabinet and is a confidant of the Prime Minister. The dissolution of the War Cabinet is seen as a symbolic gesture aimed primarily at preventing the inclusion of far-right ministers such as National Security Minister Itamar Ben-Gvir. NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the alliance must make its nuclear deterrent arsenal more visible in the face of current threats from its adversaries. In an interview with the British Conservative daily, The Daily Telegraph, on Monday, Stoltenberg said consultations were underway among member states on the readiness of missiles currently in storage. The NATO Secretary General said visibility should also be used as a deterrent. Stoltenberg said he did not wish to disclose operational details on how many nuclear warheads should be kept operational and how many could remain in storage, but we have to consult on this, and that is what we are doing. He said that nuclear transparency must be made a cornerstone of NATO's nuclear strategy, as transparency helps to communicate the direct message that we are, of course, a nuclear alliance. And finally, for the weather in the evening, the skies will be calm and starry. Tomorrow, highs will rise over 35 degrees Celsius across the country. The temperatures will average around 15 to 20 degrees Celsius in the morning and 29 to 36 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hattietv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbler. Schon nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Außenminister wurde vom Staatschef Tamar Shuyok im Shandor-Palast empfangen. Bei seinem Treffen mit Israel Katz betonte der Präsident der Republik, dass Ungarn von Anfang an konsequent daran festgehalten hat, dass Israel jedes Recht hat, sich und seine Bürger zu verteidigen. Der Präsident verurteilte den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober und die Aktivitäten der terroristischen Organisation aufs Schärfste. Dr. Tamar Shuyok äußerte sich optimistisch über die von Israel unternommenen Schritte, um humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen. Er fügte hinzu, dass er hoffe, den Präsidenten des Staates Israel, Yitzhak Herzog, noch in diesem Jahr in Ungarn zu empfangen. Anschließend traf Israel Katz auch mit dem Präsidenten der Mojlis zusammen. Eine Aufzeichnung dieses Treffens wird im Laufe des Tages in Hattie TV zu sehen sein. Einem Jahresbericht der Abteilung für Verteidigungsexporte des Verteidigungsministeriums zufolge werden die israelischen Rüstungsexporte im Jahr 2023 einen Rekordwert von 13 Milliarden US-Dollar erreichen. Aus dem Bericht geht hervor, dass 36% der Rüstungsexportgeschäfte im Jahr 2023 auf Luftverteidigungssysteme entfallen, gegenüber 19% im Vorjahr.
Weitere wichtige Exportgüter waren Radar und elektronische Kampfführungssysteme 11%, Kampfmittel und Abschussvorrichtungen ebenfalls 11%, Drohnen und Luftfahrt 9% sowie Munition und Rüstungsgüter 8%. Der Umfang der israelischen Verteidigungsexporte hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt, wobei die Exporte in den letzten 3 Jahren jeweils Rekorde gebrochen haben, heißt es im Bericht. Im Jahr 2023 war fast die Hälfte, also 48% der Rüstungsexporte für Asien und den Pazifikraum bestimmt, 35% für Europa, 9% für Nordamerika, 4% für Lateinamerika, 3% für Länder, die dem Abrahamischen Vertrag angehören und 1% für afrikanische Länder. Nach den Rücktritten der Minister Benny Gantz und Gadi Eisenkot von der Nationalen Einheit hat Premierminister Benjamin Netanyahu die Auflösung des Kriegskabinetts angekündigt. Einige der zuvor im Kriegskabinett erörterten Fragen werden nun an das Sicherheitskabinett verwiesen. Sensible Entscheidungen werden jedoch von einem kleineren beratenden Forum erörtert, dem voraussichtlich Verteidigungsminister Yoav Gallant, Strategieminister Ron Dermer, der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates Tzachi Hanegbi und der Vorsitzende der sephardisch-orthodoxen Sascha-Partei Aryeh Deri angehören werden, der im Kriegskabinett als Beobachter fungierte und ein Vertrauter des Premierministers ist. Die Auflösung des Kriegskabinetts wird als symbolische Geste gesehen, die in erster Linie darauf abzielt, die Aufnahme rechtsextremer Minister wie des Ministers für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir zu verhindern. Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg muss das Bündnis sein nukleares Abschreckungsarsenal angesichts der aktuellen Bedrohungen durch seine Gegner sichtbarer machen. In einem Interview mit der konservativen britischen Tageszeitung The Daily Telegraph sagte Stoltenberg am Montag, dass unter den Mitgliedstaaten Konsultationen über die Bereitschaft der derzeit gelagerten Raketen stattfinden. Der NATO-Generalsekretär sagte, dass Sichtbarkeit auch als Abschreckung genutzt werden sollte. Stoltenberg sagte, er wolle keine operativen Details darüber bekannt geben, wie viele nukleare Sprengköpfe einsatzbereit gehalten werden sollten und wie viele im Lager verblieben könnten. Aber wir müssen uns darüber beraten und das tun wir auch. Er sagte, dass nukleare Transparenz zu einem Eckpfeiler der NATO-Nuklearstrategie gemacht werden muss, da Transparenz dazu beiträgt, die direkte Botschaft zu vermitteln, dass wir natürlich ein nukleares Bündnis sind. Und schließlich zum Wetter am Abend ist der Himmel ruhig und sternenklar. Morgen steigen die Höchstwerte landesweit auf über 35 Grad. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad am Morgen und zwischen 29 und 36 Grad am Nachmittag.